Es freut mich, dass so viele hier sind. Es ist eine super Gelegenheit für mich oder für uns, dieses Thema mal zu präsentieren, an dem wir nun schon seit einiger Zeit arbeiten. Zusammen übrigens, also ich bin von Amnesty, aber ich leite auch eine Arbeitsgruppe Sicherheit oder Sicherheitswahn, wo zum Beispiel auch die Digitale Gesellschaft, Grundrechte.ch, Humanrights.ch drin sind. Und wir machen diese Arbeit zu diesen Gesetzen gemeinsam. Das ist so kurz die Agenda meiner Präsentation, kurz über den Kontext der Terrorbekämpfung, Definition zur Antiterrorstrategie Schweiz, dann etwas mehr zu diesen beiden Gesetzen und ein Fazit und hoffentlich oder sicher haben wir noch genügend Zeit für Fragen und Diskussion. Zum Kontext, ich glaube, ja, wir beginnen hier, wir müssen hier beginnen bei den Anschlägen vom 11. September 2001, fast 20 Jahre jetzt her. Das war eine Zeitenwende. Jeder, der das damals miterlebt hat, erinnert sich bestimmt noch an den Moment und auch an das Wissen, dass irgendwie damit eine neue Zeit angebrochen ist mit diesen Anschlägen der Al-Qaida in den USA mit ein paar tausend Toten, die dann quasi diesen globalen Krieg gegen den Terror ausgelöst haben, der von den USA seither eben wirklich global geführt wird, zeitlich und räumlich unbegrenzt. Er hat zuerst einmal zur Invasion in Afghanistan geführt, ein Krieg, der nun ebenfalls schon 18 Jahre andauert. Dann wurde teilweise die Invasion im Irak mit dem Terrorismus begründet. Wir haben seither eine Militarisierung überhaupt der Außenpolitik erlebt. Sicherheitspolitik ist das Kernstück geworden. Als Symbol vielleicht dieser Politik steht sicher Guantanamo, das Haftlager auf der Insel Kuba, Militärstützpunkt der USA, wo bis zu 800 Leute ohne Anklage oder Urteil inhaftiert waren oder bis heute noch inhaftiert sind. Es sind noch etwa 40 Leute dort. Es kam zu Folter, weit verbreitet. Es gab diese berühmten CIA-Gefängnisse in Europa, anderswo, in Afghanistan, Thailand und auch zur Komplizenschaft eben von europäischen Regierungen in diesem Krieg gegen den Terror. Dann gab es eine zweite Welle, würde ich sagen, mit den Anschlägen in Europa, die ungefähr Januar 2015 einsetzten. Zuerst auf die Redaktion von Charlie Hebdo, dann auch in Nizza. Es gab eine ganze Reihe von Anschlägen, Bataclan in Paris, Brüssel, London, ebenfalls mehrere hundert Tote damals, wirklich schwerwiegende Anschläge, was dann wiederum dazu geführt hat, dass quasi die Terrorbekämpfung auf Europa quasi nochmals richtig mobilisiert wurde. Es gab in vielen Staaten, eigentlich in fast allen europäischen Staaten, neue Gesetze und Maßnahmen. In Europa wird das nicht als Krieg geführt, also quasi als Krieg gegen den Terror geführt, sondern eher als quasi polizeiliche, geheimdienstliche Maßnahmen. Aber auch hier kommt es eben eigentlich zu schweren oder regelmäßigen Verletzungen von Menschenrechten, beispielsweise eben Terroranklagen, die völlig unbegründet sind gegen NGOs, gegen Fluchthelfer, gegen Klimaaktivistinnen und so weiter. Das ist ein Beispiel eines aktuellen Prozesses gegen die Istanbul 10 bzw. 11 jetzt, wo auch diese Woche in der Türkei ein Prozess war. Diese Leute, darunter sind übrigens zwei Leute von Amnesty, also der ehemalige Präsident und die ehemalige Leiterin von Amnesty Türkei, sind angeklagt wegen Unterstützung von Terrorismus und können mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft werden. Der Prozess war auch diese Woche, es gab noch einen anderen Prozess, den Gezi-Prozess, das ist eine andere Geschichte. Aber diese Leute, das sind alles NGO-Leute, Menschenrechtsverteidiger, die wegen Terroranklagen bis zu 15 Jahre Haft drohen. Das ist ein Trend, Türkei ist hier vielleicht etwas besonders drastisch, aber wir sehen solche Beispiele auch in anderen europäischen Ländern. Gut, dann kommen wir zur Frage,
Terrorismus, was das überhaupt ist oder wie das definiert ist. Ich glaube, Wilhelm Tell ist ein wunderbares Beispiel dafür, das uns Schweizern und Schweizerinnen besonders am Herz liegt, weil er nämlich genau diese Grundfrage eigentlich stellt, aus was man ihn betrachten soll. Die Eidgenossen sehen ihn als Nationalheld und Freiheitskämpfer. Die Habsburger würden ihn heute ganz sicher als Terroristen oder zumindest als Gefährder, terroristischen Gefährder darstellen. Eben, was Terrorismus ist, ist sehr oft oder eigentlich meistens eine Frage der Perspektive. Und Schiller hat das in seinem Buch sehr schön dargestellt, eben diese Frage nach dem Recht auf Widerstand. Also wenn ein System, wenn ein Recht zu Unrecht wird, dann muss es eben dieses Widerstandsrecht geben, das bis hin zum Tyrannenmord gilt quasi. Diese Frage zieht sich natürlich durch die Geschichte, auch bis in die Aktualität. Links oben ein bekannter Mann, Nelson Mandela, für viele natürlich ein Freiheitsheld, der Architekt der quasi Südafrika nach der Apartheid. Aber man soll nicht vergessen, dass er der militärische Leiter oder der Leiter des militärischen Flügels der ANC war und deswegen inhaftiert wurde, weil eben dieser militärische Flügel Anschläge gemacht hat, vor allem auf Polizei, Militär und Geheimdienst, aber es gab eben auch zivile Tote und das Apartheid-Regime hat ihn damals ganz bestimmt als Terroristen qualifiziert. Voilà. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Öcalan, der von Millionen von Kurdinnen und Kurden quasi als Volksheld gefeiert wird, aber von der Türkei bis heute als Terrorist inhaftiert ist. Interessant beispielsweise, dass die Schweiz die PKK nicht verboten hat. Die meisten anderen Länder in Europa und USA gelten die PKK als terroristische Organisation. Gut, wir können das Spiel noch weiter treiben, wir können es auch stehen lassen, aber man kann sich mal überlegen, in wie vielen Ländern heute Regierungen herrschen oder eben an der Macht sind, die früher Terroristen waren. Und es ist eine ganze Menge, kann ich sagen. In den letzten Jahren hat es vielleicht weniger Entwicklungen in diese Richtung gegeben, aber in früheren Jahrzehnten war das eigentlich eine relativ normale Folge in der Geschichte. Ich habe früher beim IKRK gearbeitet und habe dort Regierungsleute in Haft gefunden, beziehungsweise ehemalige Rebellen in der Regierung. Also das ist ein Kommen und Gehen sehr oft in beide Richtungen in instabilen Regionen. Wir können also festhalten, es gibt keine universell anerkannte Definition von Terrorismus im internationalen Recht, weil es eben unmöglich ist. Es gibt sie einfach nicht. Es gibt immer wieder Staaten, die mit Vorschlägen kommen, Organisationen, aber es ist letztlich nicht möglich, weil es immer eine politische Beurteilung ist. Und deshalb vermeiden Organisationen wie Amnesty oder auch das IKRK den Begriff Terroristen, weil es immer ein politisches Statement ist, es diffamiert letztlich diese Akteure und die Schweiz hat bisher eigentlich die gleiche Politik verfolgt. Das hat vielleicht mit Wilhelm Tell auch zu tun, mit dieser Geschichte, aber vielmehr natürlich auch mit der Tradition der politischen Neutralität, dass man sich eben nicht positionieren wollte auf irgendeiner Seite eines Konfliktes. Und das macht man, sobald man diesen Begriff verwendet oder eine Seite als Terroristen quasi klassifiziert. Zweitens hat die Schweiz eine Tradition von humanitärer Hilfe mit dem IKRK in Genf und so weiter. Und auch dort ist es wichtig, quasi zu allen Parteien eines Konfliktes offene Kontakte zu haben. Man muss in Gebieten arbeiten, die von Terroristen kontrolliert werden, von bewaffneten Gruppen. Und dort Hilfe leisten, humanitäre. Und zum Schluss gibt es auch diese Tradition von Mediation in Konflikten, wo die Schweiz ihre Dienste hochhält. Und es ist nicht sehr hilfreich, wenn man Mediation betreiben will und die eine Seite als Terrorist quasi qualifiziert, dann muss man sie gar nicht erst zum quasi Gespräch einladen.
Deshalb war der Grundsatz bisher in der Schweiz, dass man Terror als Straftaten verfolgt und dass es keine Organisationsverbote gibt. Eben beispielsweise PKK oder LTTI sind in der Schweiz nicht verboten im Unterschied zu anderen Ländern. Die einzige Ausnahme ist das Gesetz von das Verbot von Al-Qaida und IS, das aber aufgrund eines UNO-Beschlusses, quasi ein weltweiter Beschluss ist, dass man eben diese Organisation international verbieten soll. Jetzt, mit diesen neuen Gesetzen, kommt es eben zum Bruch mit dieser Tradition. Wir schauen uns jetzt zuerst aber kurz noch die Antiterrorstrategie der Schweiz bisher vor, bis ungefähr 2014. Da gibt es einerseits, oder gab es schon damals, das Überwachungsgesetz BÜPF, das die Überwachung im Rahmen der Strafverfolgung ermöglicht, Telefone abhören und so weiter. Dann als wesentliches Instrument das Strafrecht, also Delikte wie Mord, Entführung, Sprengstoffanschläge und so weiter. Und dann auch diesen wichtigen Artikel kriminelle Organisation. Das ist ein Mafia-Artikel, der wurde eigentlich für die Mafia eingeführt, wird dann aber auch angewendet auf terroristische Organisationen. Und dann ab 2014 das schon erwähnte Verbot von Al-Qaida und IS, aber eben sonst keine Organisationsverbote. Wir schauen uns vielleicht ein Beispiel an, wie das dann konkret läuft mit einem Verfahren und was dann die Folgen sind. Diese berühmte Schweizer IS-Zelle, die in den Medien sehr groß quasi behandelt wurde bis heute. Das hat begonnen im März 2014 mit der Verhaftung von 4 Irakern in Schaffhausen, nachdem sie bereits überwacht wurden eine längere Zeit, aufgrund von einem FBI-Hinweis, dass es eben eine IS-Zelle in der Schweiz gebe, die einen Anschlag plane, hieß es. Also hat man die Leute überwacht, dann hat man sie verhaftet, dann im Oktober 2015, also 1,5 Jahre später, kam dann die Anklage der Bundesanwaltschaft, wo dann schon nichts mehr von einem Anschlagsplan die Rede war. Es gab keinerlei irgendwie Hinweise auf Anschlagspläne, es gab keine Waffen, kein Sprengstoff, keine Pläne für Bomben, nichts dergleichen. Man hat dann die Leute nur noch angeklagt wegen Beteiligung und Unterstützung einer kriminellen Organisation. Und das wurde vor allem oder eigentlich ausschließlich belegt durch Überwachungsbefunde, das heißt alles, was sie auf ihren Chats, auf Webseiten, auf Facebook-Kontakte, Fotos und Videos in ihren Computern und Telefonen hatten. Das waren eigentlich die einzigen Beweise. Es gab noch so andere kleine Delikte wie Ausländerrecht und so weiter. Obwohl also quasi aus dieser großen Geschichte dann nicht mehr so wahnsinnig viel übrig geblieben ist, ist dann das Bundesstrafgericht in Bellinzona der Bundesanwaltschaft fast hundertprozentig gefolgt und hat die Leute zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt, sehr nahe an der Maximalstrafe. Die Anwälte haben das dann weitergezogen. Im März 2017 hat das Bundesgericht die Strafen reduziert und in den Jahren 2016, 2017 sind die 4 dann wieder quasi freigelassen worden, weil sie bereits ihre Strafe abgesessen haben. Aber jetzt wird es eigentlich richtig interessant, weil nach der Freilassung kam dann die FEDPOL und hat gesagt, Achtung, Achtung, diese Leute sind weiterhin gefährlich. Wir halten diese Leute für weiterhin gefährlich im Sinne, dass sie in ihrem Umfeld, in ihrem terroristischen Umfeld aktiv bleiben und so weiter. Aber leider kann man diese Leute nicht ausschaffen, weil sie eben aus dem Irak kommen und im Irak würden diese Leute massiv verfolgt, es droht ihnen die Todesstrafe, Folter und unfaire Verfahren. Deswegen müssen diese Leute in der Schweiz bleiben und das hat damals zu einem riesigen Aufschrei in der Politik und in den Medien geführt. Aber ich meine, immerhin muss man im Kopf behalten, dass den Leuten eigentlich sehr wenig vorgeworfen oder bewiesen werden konnte. Die Leute haben ihre Strafe abgesessen und dann fängt diese Geschichte einfach nochmals neu an.
Es hatte dann politische schwere Konsequenzen. Zum Beispiel im April 2018 haben die Kantone, also das KKJPD, eine Präventivhaft eben für sogenannte Gefährder gefordert. Dann im März im Ständerat, ein absoluter Tiefpunkt der letzten Legislatur, hat der Ständerat eben eine Motion gutgeheißen, die die Ausschaffung von Dschihadisten in Länder fordert, selbst wenn ihnen dort Folter droht. Also wirklich ein absoluter Zivilisationsbruch. Bis hin dann im Dezember 2019, als Bundesrätin Karin Keller-Sutter, KKS, diese neuen Antiterrorgesetze mit diesem Fall der vier Iraker begründet hat. Okay? Also ich will nicht sagen, dass an diesen vier Irakern gar nichts dran war. Ich kenne einen Fall sehr, also besser, genauer, und glaube, dass bei ihm auf jeden Fall die Geschichte massiv aufgeblasen ist. Der ist jetzt quasi freigelassen, wird aber ständig überwacht, hat immer noch diesen Status als Gefährder, wurde formell aus der Schweiz ausgewiesen, was auch vom Bundesrat bereits bestätigt wurde, ist in einem totalen Limbo und weiß nicht, wie er sein Leben weiterleben kann. Und ich glaube, was man aus diesem Beispiel sehen kann, ist, dass Überwachung natürlich immer oder fast immer zur Identifikation von möglichen Bedrohungen und sogenannten Gefährdern führt. Okay? Je mehr Leute man überwacht, desto mehr komische Gespräche wird man finden und denken, irgendwas ist da faul und stimmt was nicht. Und dann setzt man ein paar Puzzleteile zusammen und geht schon mit dieser, natürlich mit dieser Perspektive, das müssen jetzt eben Täter, also mögliche Täter sein, heran. Dann konstruiert man sich Gefahrenbilder. Und diese möglichen Bedrohungen rufen natürlich dann nach mehr Überwachung und nach neuen Maßnahmen. Okay? Und die kommen auch sehr massiv. Zurück zur Antiterrorstrategie der Schweiz. Oben also das bisherige Instrumentarium, obwohl das BÜPF dann auch schon revidiert wurde, 2018 massiv erweitert. Aber richtig los ging es eben dann nach 2015 mit dem neuen Nachrichtendienstgesetz, das 2017 in Kraft trat, das jetzt bereits revidiert wird und jetzt gleich dann nochmals in eine Revision gehen soll. Dann gibt es diesen Aktionsplan gegen Radikalisierung und Extremismus, den lasse ich hier ganz weg, obwohl es auch ein wichtiges Thema wäre. Und dann eben diese beiden Vorlagen, über die wir heute etwas ausführlicher noch reden. Kurz noch zur nächsten Revision des NDG, das wurde bereits angekündigt. Bis jetzt war es so, dass eben diese genehmigungspflichtigen Überwachungsmaßnahmen wie Telefone, Kabelüberwachung, Zugriffe auf die Vorratsdaten und so weiter und so fort, die durften nur bewilligt werden, wenn es eben Bedrohungen durch Terrorismus, Spionage, ABC-Waffen, Angriffe auf wichtige Infrastruktur gab. Also es war ein relativ eng begrenztes Spektrum und das wurde vom Bundesrat damals auch versprochen, dass man das sehr eng behält, weil es ja massive Kritik an diesem Gesetz gab. Jetzt sieht es aber schon wieder anders aus. Viola Amherd hat angekündigt, dass man das einen Vorschlag in die Vernehmlassung schicken möchte, bereits im Juni dieses Jahres. Und dort gibt es eben dann diese Ausweitung auf gewalttätigen Extremismus. Also nicht nur Terrorismus, sondern Überwachung durch den Geheimdienst auch für gewalttätigen Extremismus. Und was man darunter verstehen soll, ist natürlich völlig unklar, ist eine Demonstration, die ein bisschen außer Rand und Band gerät, dann schon gewalttätiger Extremismus oder Klimaschützerinnen, die eine Bank besetzen. Ja, man muss das befürchten. Nun zu diesen beiden Vorlagen. Das sind zwei große Geschäfte, also das eine Terrorismus und organisierte Kriminalität betrifft das Strafrecht primär, aber noch 10 weitere Gesetze. Es ist eine Umsetzung eines Europaratabkommens und eines Zusatzprotokolls. Wir werden nur auf ein paar wenige Aspekte eingehen können, weil es wirklich uferlos wäre. Dann das zweite, die polizeilichen Maßnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, eben was wir gerne auch Polizeigesetz gegen Gefährder nennen, weil sie dort diesen Begriff einführen. Ein paar Worte zur Gesetzgebung, was bisher lief und der Kritik daran. Also die Vernehmlassung beider Gesetze war in den Jahren 2017 und 2018.
Damals haben wir, verschiedene NGOs, aber auch Unis und das IKRK, uns beteiligt mit kritischen Stellungnahmen in der Vernehmlassung. Wir haben damals eigentlich mit dieser Arbeit in der Arbeitsgruppe Sicherheitswahn angefangen, im Hinblick eben auf diese beiden Projekte. Dann zwei Jahre später kam die jeweils zu jedem Gesetz die Bundesratsbotschaft und es war relativ schockierend zu sehen, dass die Kritik in den Entwürfen überhaupt nicht berücksichtigt wurde. Dann kam es zu den Anhörungen in den Kommissionen oder in der Sicherheitspolitischen Kommission des Ständerates. Auch hier wurden dann keine kritischen Experten eingeladen, mit einer einzigen Ausnahme. Deswegen haben wir uns dann entschlossen, ein bisschen quasi unsere Kritik zu verstärken in der Öffentlichkeit und sind im Oktober mit Stellungnahmen an die Öffentlichkeit gegangen und ins Parlament und viele Diskussionen geführt. Der Prozess läuft noch. Es war am Montag in der Sicherheitspolitischen Kommission noch einmal. Am 9. März ist es im Ständerat und im Juni kommen diese beiden Vorlagen dann im Nationalrat. Aber also wir arbeiten da weiter, aber wir fühlen uns ein bisschen wie wenn man auf Gotthard Granit beißt hier. Obwohl die Missstände wirklich heftig sind, interessiert das die Politik nur sehr begrenzt. Wir schauen uns nun diese Gesetze ein bisschen genauer an, wie gesagt, nur einzelne Artikel. Ein zentraler Artikel in der Vorlage Terrorismus und organisierte Kriminalität ist, dass man in diesem Artikel 260 TR ein Verbot von terroristischen Organisationen einführt. Man macht eine Definition von Terrorismus, was eben, wie man weiß, problematisch oder unmöglich ist. Und dann sagt man, dass die Unterstützung und Beteiligung einer solchen Organisation mit bis zu 10 Jahren Haft quasi bestraft werden kann. Das ist ziemlich massiv. Das ist besonders massiv, weil man nicht weiß, welche Organisation, also im Voraus weiß man nicht als Betroffener, ob jetzt zum Beispiel die LTTI als terroristische Organisation gilt oder nicht, weil sie ja bisher in der Schweiz nicht verboten ist. Und dieser Entscheid, der früher quasi der Bundesrat war, eine politische Entscheidung, okay, Al-Qaida und Islamischer Staat sind verboten, der ganze Rest nicht. Das schafft Klarheit, jeder wusste, was Sache ist. Dann, also mit dem neuen Gesetz wird es so sein, dass es eben den einzelnen Gerichten in den Kantonen zufällt, zu entscheiden, ob eine Organisation als terroristisch gilt oder nicht und ob sie damit verboten ist oder nicht. Okay? Das heißt, die PKK könnte im Kanton Aargau verboten werden, in Zürich nicht. Wäre durchaus eine mögliche Folge. Das heißt, eine Person, die beispielsweise eine Veranstaltung für die PKK in der Roten Fabrik organisiert, könnte damit in Zürich dann eben keine Probleme haben. Wenn er das Gleiche aber im Aargau macht, könnte er quasi als Unterstützung für eine terroristische Organisation mit bis zu 10 Jahren Haft verurteilt werden. Okay? Also es ist ein absolut willkürliches System, das eingerichtet wird, das extreme Rechtsunsicherheit schafft und damit ganz grundlegende Prinzipien des Rechtes, sowohl der Schweiz wie auch europäisches Recht, Legalitätsprinzip, verletzt. Ganz abgesehen von den außenpolitischen Risiken wie eben Neutralität, humanitäre Hilfe und so weiter. Unsere Forderung ist ganz klar, man soll diesen Artikel ablehnen. Ein Organisationsverbot soll sich weiterhin durch den Entscheid des Bundesrats stützen und eben auf die UNO, sollen nicht eigentlich weitere Organisationen als die, die von der UNO verboten sind, auch in der Schweiz verboten werden. Wenn man es nicht ablehnt, dann müsste man zumindest die Strafbarkeit der Unterstützung auf kriminelle Tätigkeiten beschränken. Das heißt eben nicht eine Veranstaltung für die PKK organisieren, das ist eine legale Tätigkeit, sondern vielleicht, sagen wir mal, ein Auto klauen für die PKK. Das wäre dann eine illegale Handlung. Dann weiß die Person zumindest im Voraus, das ist etwas Illegales und bei dieser Organisation weiß man ja auch nicht genau, ob es dieses Risiko gibt. Und schließlich fordern wir ganz sicher noch
Ausnahmeregeln für humanitäre Organisationen. Das IKRK hat das selber auch in der Vernehmlassung gefordert. Es ist ein schönes Beispiel, mit welchem Geist diese Gesetze in der Schweiz geschrieben und entwickelt werden. Das IKRK hat darauf hingewiesen, dass mit diesem Artikel im Strafrecht ihre Arbeit kriminalisiert werden kann. Also als humanitäre Organisation, die jeden Tag Hilfe leistet in Gebieten, die von bewaffneten Gruppen kontrolliert werden, sei es in Syrien oder Libyen oder ich weiß nicht wo, kann diese Arbeit, quasi kann das IKRK und seine Mitarbeiter strafrechtlich verfolgt werden. Das ist grotesk, aber das ist so. Das IKRK hat darauf hingewiesen, fordert eine Ausnahmeregel, schon in der Vernehmlassung später wieder, wird einfach nicht darauf eingegangen. Das Parlament sagt, der Bundesrat sagt, ja, nein, die humanitären Organisationen sind natürlich nicht gemeint, aber das steht nicht im Gesetz und am Schluss fällt es eben den Gerichten zu, das Gesetz auszulegen und nicht dem Bundesrat. Ein zweites Beispiel aus dieser Vorlage ist der Artikel 260 Sexies. Hier geht es um die Kriminalisierung von Vorläufertaten, Anwerbung, Finanzierung, Organisation einer Reise mit Absicht auf eine terroristische Straftat kann mit bis zu 5 Jahren Haft belegt werden. Okay, also das sind wirklich sehr weit vorgelagerte Vorläufertaten. Es ist eben nicht mehr der Anschlag in Syrien und es ist auch nicht die Reise nach Syrien, um den Anschlag zu machen, sondern es ist die Organisation oder die Anwerbung für die Reise nach Syrien, um dort einen Anschlag zu organisieren. Also man muss sich das vorstellen, was das für quasi Gedankenkonstruktionen letztlich sind, die sehr schwierig zu beweisen sind und die aber letztlich völlig unnötig sind, nämlich weil es gibt natürlich Vorbereitungshandlungen schon heute, die kriminalisiert werden. Wer immer eine schwere Straftat vorbereitet, wie einen Mord oder eine Entführung oder einen Anschlag, wo es konkrete Hinweise auf die Vorbereitung gibt, das kann man heute bereits strafrechtlich verfolgen. Aber das ist irgendwie nochmals ein absurder Schritt eben in den Bereich der Vorläufertaten, der höchst problematisch ist. Wir kommen zum Polizeigesetz, das ein bisschen ausführlicher dann, auch um diesen Geist ein bisschen zu zeigen, beginnen wir mit den Begriffen. Also da wird als terroristischer Gefährder gilt eine Person, wenn aufgrund konkreter und aktueller Anhaltspunkte davon ausgegangen werden muss, dass er eine terroristische Aktivität ausüben wird. Also so wird diese Person definiert in einem, ja, es ist natürlich völlig eine wahnsinnig problematische Definition. Also im ersten Mal muss man festhalten, Gefährder sind Leute, die keine Straftat begangen haben, die nicht einmal einer Straftat verdächtigt werden. Und vielleicht noch zu bemerken, eine Straftat in diesem Zusammenhang wäre beispielsweise eben Propaganda für eine terroristische Organisation. Das heißt, ein Video sharen oder teilen wäre schon eine Straftat oder eben Mitglied sein in einer Organisation wäre auch schon eine Straftat. Aber das hier ist nochmals weiter in den präventiven Bereich vorgelagert. Und dann wird definiert, was eine terroristische Aktivität ist. Eine unfassbare Definition. Als terroristische Aktivität gelten Bestrebungen zur Beeinflussung oder Veränderung der staatlichen Ordnung, die durch die Begehung oder Androhung von schweren Straftaten oder mit der Verbreitung von Furcht und Schrecken verwirklicht oder begünstigt werden sollen. Okay, darüber kann man meditieren. Das ist eine Definition, also wo eine terroristische Aktivität letztlich schon die Verbreitung von Furcht und Schrecken für politische Ziele wäre dann schon eine terroristische Aktivität. Also wenn man den Leuten Furcht mit, ja, ich weiß nicht, die Klimaentwicklung Furcht und Schrecken verbreitet und damit eine bessere Klimapolitik erreichen will, dann könnte das vielleicht mit dieser Definition bereits als terroristische Aktivität gelten. Okay? Also hier wimmelt es nur so von Begriffen, die unklar sind, auch zum Beispiel diese konkreten und aktuellen Anhaltspunkte oben beim Gefährder. Was sind diese Anhaltspunkte? Wie grenzt man das ab zum konkreten Verdacht? Weil sobald es einen konkreten Verdacht gibt, dann kann man ja ein Strafverfahren eröffnen, aber das
will man nicht oder kann man nicht. Deswegen spricht man jetzt neu von Anhaltspunkten. Völlig problematisch. Auch hier wieder eben bei der Definition, dann der, was eine terroristische Aktivität ist, ist völlig problematisch, wie dann diese Abgrenzung zwischen Terrorismus oder gewalttätiger Extremismus, militante Politik, was weiß ich, geschehen soll. Klar ist, man will hier die Gefahren immer tiefer im präventiven Bereich abwehren. Diese Entscheide basieren dann auf Vermutungen über die Absichten und zukünftige Taten einer Person. Man muss dafür irgendwelche Prognosen machen, was natürlich sehr gefährlich ist, weil Prognosen sich immer täuschen können. Der Betroffene aber hat ein Problem, weil erstens seine Unschuldsvermutung ist außer Kraft gesetzt. In einem Strafverfahren ist er so lange unschuldig, bis er verurteilt ist, rechtskräftig. Hier gilt das nicht mehr. Er ist eben gefährlich vielleicht. Und er muss selber beweisen, dass er eben nicht gefährlich ist in der Zukunft. Und das ist etwas Unmögliches. Man kann eigentlich nicht beweisen, also dass man in der Zukunft nicht eventuell gefährlich ist. Also man verlangt etwas, was letztlich unmöglich ist. Also man sieht, man hat extrem vage Begriffe, die alles möglich machen. Dann auf der anderen Seite dann Maßnahmen, die sehr massiv eingreifen können. Die Maßnahmen sind eben Melde- und Gesprächsteilnahmepflicht, Kontaktverbot, Ein- und Ausgrenzung, Ausreiseverbot, elektronische Überwachung und Mobilfunklokalisierung bis hin zum Hausarrest. Diese Maßnahmen können angeordnet werden durch das FEDPOL. Nur beim Hausarrest muss es eine gerichtliche Überprüfung geben, sonst nicht. Die Dauer der Maßnahmen ist 12 Monate, beim Hausarrest 9 im Moment, das wird noch diskutiert. Aber weil man das immer wiederholen kann, einfach neu, etwas neu begründet, sind sie praktisch zeitlich unbegrenzt. Und nochmal, es handelt sich hier um eine Bestrafung von Personen, gegen die kein Strafverdacht besteht. Das ist etwas ganz Neues, ein massiver Bruch im Rechtssystem der Schweiz. Und natürlich eine massive Einschränkung von Grundrechten. Wir haben eine ganze Reihe von Forderungen, also die Hauptforderung natürlich überhaupt ist, dieses Gesetz zurückzuweisen, aber wir haben dann trotzdem für jeden Bereich, wie zum Beispiel eben, dass es eine gerichtliche Überprüfung der Maßnahmen braucht, dass es ein Recht auf Verteidigung braucht, dass man eine Maximaldauer festlegen muss und so weiter. Das sind aber sehr konkrete Forderungen, die wir haben, aber bei denen wir alle bis jetzt komplett gescheitert sind im Parlament. Hausarrest, wir sind fast bald dann durch. Haben wir noch Zeit? Ja. Der Hausarrest, das muss man festhalten, ist eine Form von Freiheitsentzug. Also wenn man zu Hause eingesperrt wird und man darf das Haus oder die Wohnung nicht verlassen, außer vielleicht für medizinische Notfälle, ist das ein Freiheitsentzug. Es ist in diesem Fall auch Haft ohne Anklage oder Urteil. Ne? Wir erinnern uns an Guantanamo. Es ist letztlich natürlich etwas anders ausgestaltet, aber die gleiche Idee, dass man die Leute wegschließen will, gegen die man eigentlich nichts in der Hand hat. Und Freiheitsentzug zur allgemeinen Gefahrenabwehr ist nicht zulässig laut der Europäischen Menschenrechtskonvention. Alle Experten, die wir befragen, mit denen wir das diskutieren, sind sich hier einig. Besonders erfreulich und überraschend war, dass auch das Gutachten, das der Bundesrat und KKJPD selber bestellt hat zu diesem Thema, dass dieser Gutachten, der als Polizeifreund gilt von der Uni Zürich, zu diesem gleichen Ergebnis kam und gesagt hat, dieser Vorschlag ist nicht mit der EMRK zu vereinbaren. Also er sagt, Hausarrest wäre vielleicht dann zulässig, wenn man ganz konkrete Infos hat über eine Straftat, die unmittelbar bevorsteht und wo man weiß, was ungefähr passieren würde. Aber das ist ja genau eben nicht der Fall hier, weil dann würde auch schon wieder Strafrecht quasi zum Zug kommen. Aber hier will man Leute wegschließen, wo man das Gefühl hat, sie könnten vielleicht etwas planen. Und genau das ist nicht zulässig, nicht zu vereinbaren mit der Europäischen Menschenrechtskonvention. Wir fordern deswegen klare Streichung des Hausarrests aus dieser Vorlage. Und zum Schluss, diese Maßnahmen können alle gegen Kinder, also
ab 12 Jahren beziehungsweise Hausarrest ab 15 eingesetzt werden. Das ist absoluter Wahnsinn. Das steht auch wirklich in deutlichem Widerspruch zur Bundesverfassung und zur Kinderrechtskonvention der UNO, die die Schweiz ratifiziert hat. Es steht auch im Widerspruch zum sonst sehr liberalen Jugendstrafrecht oder eher liberalen Jugendstrafrecht in der Schweiz. Also quasi alle diese Rechtsgüter geben den Kindern einen besonderen rechtlichen Schutz und Kinder sind alle unterhalb von 18 Jahren. Ziel von sämtlichen Maßnahmen von Behörden muss Integration und Resozialisierung sein und nicht Stigmatisierung und Kriminalisierung. Deswegen fordern wir auch, dass diese Maßnahmen nicht gegen Kinder und Jugendliche eingesetzt werden. Es gibt auch andere, die sich uns angeschlossen haben, zum Beispiel das Kindernetzwerk Schweiz, die diese Forderung ebenfalls ans Parlament richtet, aber auch hier bis jetzt keine Erfolge. Wir kommen schon zum Fazit. Wir haben es hier wirklich mit einem gefährlichen Kreislauf zu tun. Es gibt ein gesteigertes Sicherheitsbedürfnis in der Schweiz, in Europa überhaupt. Das ist auch weitgehend nachvollziehbar. Es gibt auch gute Gründe dafür. Es führt aber zu einer präventiven Gefahrenabwehr, eben zum Versuch, die Gefahren immer früher abzuwehren, was auch nicht prinzipiell schlecht ist. Man weiß ja, man möchte quasi, wie sagt man, vorbeugen ist besser als heilen. Das ist etwas, was uns tief eingebläut wird und sicher auch Sinn macht. Aber in diesem Kontext schafft es große Risiken und Gefahren und es schafft eben auch neue Kategorien von Personen. Das sind eben Leute, die weder Straftäter sind, aber eben auch nicht unschuldig. Man nennt sie jetzt Gefährder. Und es schafft neue Kategorien von Delikten. Diese Vorläufertaten, das ist eine Entwicklung, die es natürlich schon länger gibt. Aber das geht irgendwie immer weiter und wird immer verrückter. Ich bringe hier das Stichwort der Gedankenverbrechen. Es geht wirklich in diese etwas totalitäre, orwellsche Vision. Ein schönes Beispiel ist auch dieses Verbot, beispielsweise Verbot von Propaganda für die Ziele einer terroristischen Organisation. Das steht so im Nachrichtendienstgesetz. Okay? Also man darf nicht Propaganda machen für eine terroristische Organisation, das kann man noch nachvollziehen. Okay? Aber Propagandaverbot für die Ziele einer terroristischen Organisation, das ist etwas ganz anderes. Das heißt zum Beispiel, man darf keine Propaganda machen für einen kurdischen Staat oder man kann keine Propaganda machen für einen islamischen Staat. Wir haben vielleicht keine Sympathien für diese Forderungen, aber es gibt zahlreiche islamische Staaten auf dieser Welt und es ist nichts Verbrecherisches daran. Also es geht wirklich immer weiter, dass man hier in diesem Fall eben auch die Meinungsfreiheit massiv einschränkt. Das Problem ist dann eben, dass man solche Kategorien von Personen, diese Gefährder und auch diese Delikte, eigentlich nur durch Überwachung identifizieren kann. Okay? Es sind ja eben nicht Delikte wie Anschläge oder sehr konkrete Vorbereitungen für einen Anschlag, sondern sie sind schon mehrere Etappen früher angegliedert. Und wie anders als durch Überwachung kann man solche Delikte und Gefährder überhaupt identifizieren. Und wenn man damit erstmal anfängt, dann wird man immer mehr Bedrohungen identifizieren und auch immer mehr Leute identifizieren, die man aus irgendeinem Grund für gefährlich hält. Und das ruft dann natürlich wieder nach neuen Maßnahmen und nach mehr Überwachung. Ja, das war quasi meine Präsentation. Ich glaube, gut in der Zeit. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis, eben also diese Arbeitsgruppe Sicherheitswahn. Wir haben diese vor etwa 3-4 Jahren gegründet. Die Kerngruppe davon ist Amnesty, Humanrights.ch und Grundrechte.ch. Wir arbeiten vorwiegend im Moment an diesen Gesetzen, haben aber auch andere Themen, die wir diskutieren. Diese Arbeitsgruppe steht allen grundsätzlich offen. Wer sich interessiert, kann sich bei mir melden. Wir treffen uns alle 2-3 Monate einmal in Bern. Die Kerngruppe trifft sich also quasi wöchentlich, die an diesen Gesetzen jetzt arbeiten, aber so quasi die ganze Arbeitsgruppe ungefähr alle 2-3 Monate einmal. Und wir haben auch eine Mailinggruppe, der man sich anschließen kann. Okay, gut. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Patrick, für diesen äußerst informativen und umfangreichen Vortrag. Wenn es Fragen aus dem Publikum gibt, könnt ihr die gerne stellen. Wir haben sehr viel Zeit. Im Gegensatz zur Keynote machen wir es jetzt etwas anders. Alle, die eine Frage haben, gehen bitte rechts an den runden Stehtisch. Da steht jemand mit einem Mikrofon bereit. Er ist euer Mikrofonständer sozusagen. Und ja, los geht's mit der ersten Frage. Hallo, ich komme aus Deutschland. Ich kann euch noch sagen, also das, was du alles erzählt hast, das kommt mir schwer bekannt vor. Das haben wir in Deutschland alles. Man wird in Deutschland auf Demos für PKK-Flaggen halt dann von der Polizei mitgenommen und so eine Sachen. Ich habe eine eher spezifische Frage. Du hast jetzt in deinem Vortrag auch mit großen internationalen Terrororganisationen verwiesen, PKK, LTTI, IS. Wie ist denn das mit Rechtsextremismus? Also ihr habt in der Schweiz ein Blood-and-Honor-Netzwerk, ihr habt hier Nazi-Konzerte. Du hattest ganz kurz eine Statistik vom Nachrichtendienst zu Linksextremismus und Rechtsextremismus und Gewalttaten. Spielt es in der Debatte um diese Gesetzgebung irgendeine Rolle? Wird es wahrgenommen? Oder ist Rechtsextremismus da überhaupt keine Art und Weise, über diese Gesetze zu reden und damit umzugehen? Also bei der Entwicklung dieser Gesetze waren ganz klar die Dschihadisten im Vordergrund und quasi, also ja, das ist völlig klar, dass diese Gesetze wurden für den islamistischen Terror entwickelt. Aber es gibt natürlich Leute, die schon wissen, dass es auch andere Gruppen gibt, die gefährlich sind und die man mit diesen Gesetzen dann im Visier hat. Bundesrätin KKS sagt auch, dass diese Gesetze eben nicht nur gegen dschihadistischen Terror, sondern auch linken oder rechten Terror gebraucht werden. Und das Thema ist nicht so sehr in der Schweiz bis jetzt angekommen, rechter Terrorismus oder rechte Gruppen. Es gibt sie auch nicht so ausgeprägt wie in Deutschland, aber es gibt natürlich schon... man wird sich sicher quasi, also das fällt da alles rein. Die Frage ist eben diese Unterscheidung, was ist Terrorismus, was ist dann gewalttätiger Extremismus. Wie gesagt, wir versuchen diese Worte zu vermeiden sowieso. Terrorismus ist wirklich ein politischer Kampfbegriff, es hat keine rechtliche Grundlage. Ebenso schwammig ist dann auch dieser Begriff des gewalttätigen Extremismus. Klar ist jetzt eben in der Schweiz zum Beispiel, dass man das immer mehr in diese Richtung aufweichen will, also dass man die Gesetze, beim Polizeigesetz sieht man das sehr deutlich und mit der Revision des Nachrichtendienstgesetzes eben auch, dass es dann nicht mehr nur um Terrorismus geht, sondern auch um gewalttätigen Extremismus. Bei der Verwahrung kennen wir ja schon die Möglichkeit, Leute, die ihre Strafe abgesessen haben, eigentlich zu inhaftieren. Für mich ist jetzt die Frage, wie kann man diese neuen Maßnahmen vielleicht mit den bestehenden Maßnahmen der Verwahrung vergleichen, einfach zum einordnen zu können, wie viel schlimmer oder harmloser das ist? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist wirklich natürlich sehr nah. Das Thema ist ein sehr interessanter, guter Hinweis. Also die Verwahrung, insbesondere die kleine Verwahrung, ist ja etwas, was in der Schweiz wahnsinnig zugenommen hat. Das sind also Leute, die eine Straftat begangen haben und eben psychisch krank sind. Das ist eigentlich die Bedingung. Die können dann über quasi das Absitzen ihrer Strafe hinaus, können sie weiter inhaftiert bleiben, verwahrt werden, weil man sie eben als gefährlich hält, also etwas sehr Ähnliches. Aber eben es gibt zwei Unterschiede. Das eine ist, es sind Leute, die eine Straftat begangen haben schon. Hier braucht es das nicht unbedingt. Dann zweitens sollte es bis jetzt eben diese Bedingung, dass es psychisch kranke Menschen sind, und auch das gibt es hier nicht. Also es ist quasi eine politische Beurteilung hier. Aber trotzdem ist natürlich der Trend sehr vergleichbar. Es sind, glaube ich, im Moment 800 Leute, die verwahrt sind, also mit der kleinen Verwahrung in der Schweiz. Diese Zahl hat massiv zugenommen. Und auch diese Leute, ähnlich wie dieses Thema, hat auch keine politische Lobby in der Schweiz. Ja. Es gibt sehr, sehr wenige Menschen, die sich dafür interessieren, was mit diesen Menschen passiert, die weggeschlossen sind. Und auch dieses Thema natürlich, des Terrorismus, damit ist kein Blumentopf zu gewinnen. Ja. Aber die Problematik ist natürlich die gleiche. Man will jedes Risiko ausschließen, ob es nur um Terrorismus geht oder um psychisch gefährliche Menschen, und schließt sie einfach weg.
Das wirklich sehr, also ich denke auch, ich habe mir das überlegt, ob ich das noch einbauen soll, weil ein wichtiges Instrument natürlich, um quasi die Gefährlichkeit von Menschen zu beurteilen, sind diese Prognoseinstrumenten der Psychiater, die eine immer größere Rolle spielen in den Strafverfahren, die letztlich eigentlich die Urteile heute begründen, mehr oder weniger. Und diese Prognoseinstrumente sind natürlich wahnsinnig umstritten. Es ist einfach, es ist wirklich auch etwas Unmenschliches, quasi Leute so deterministisch in die Zukunft festzuschreiben. Ja. Ich glaube, das raubt den Menschen ihre Freiheit, ihre Würde, sich eben auch anders entwickeln zu können, sich verbessern, ändern zu können. Ja. Es gibt noch Fragen. Gibt es in der politischen Landschaft der Schweiz denn Parteien oder Organisationen, die sich gegen diese Tendenz der präventiven Justiz aussprechen und insbesondere gegen diese Gesetzentwürfe jetzt? Also im Bereich der Organisationen sind sie hier, glaube ich, genannt, diese drei, mehr oder weniger. Also vielleicht gibt noch die digitale Gesellschaft, ist auch in dieser Arbeitsgruppe lose beteiligt, aber real arbeiten am Thema sind es diese drei Organisationen, die hier genannt sind, Amnesty, Human Rights.ch und Grundrechte. Immerhin, wir haben jetzt quasi dieses Netzwerk und wir sind eben auch Teil dieser NGO-Plattform Menschenrechte, die wir quasi auch als Megafon benutzen können. Wir sprechen dann im Namen dieser NGO-Plattform, in der immerhin über 80 NGOs in der Schweiz vereint sind, quasi eine Allianz oder eben Plattform. Aber wir konnten damit bisher noch relativ wenig ausrichten. Dann bei den Parteien kann man sich relativ leicht ausrechnen, wo man noch Verbündete findet. Es ist bei den Grünen, es ist in der SP teilweise, aber leider nicht bei allen in der SP. Eine wahnsinnig zentrale Rolle bei diesen Gesetzen spielt der altbekannte Josic von der SP. Und das ist eine wirklich sehr destruktive Rolle, weil er quasi innerhalb der Partei dann die Kritiker mundtot macht und weil er dann von bürgerlicher Seite, wenn es heißt, ach, selbst Josic, SP, Rechtsprofessor, sagt, das ist okay, dann ist alles okay. Und wir beißen da wirklich ziemlich hart auf Granit. Wir versuchen auch, Bürgerliche zu erreichen. Wir haben mit einzelnen FDP-Leuten gesprochen, mit GLP versuchen wir, weil es geht hier es geht um Verfassungsrechte, es geht um Grundrechte. Das sind Themen, die eigentlich Liberale zumindest noch interessieren sollte. Aber bis jetzt, wie gesagt, mit relativ bescheidenem Erfolg. Aber es ist noch nicht vorbei, jetzt geht es dann in den Nationalrat. Dort sind etwas bessere Verhältnisse aus dem Ständerat und sind auch neue Leute da und wir hoffen, dass die Diskussion zumindest dort etwas kontroverser ist. Ja, danke dir für den klaren und alarmierenden Überblick. Ich habe auch noch eine Frage zur Einordnung. Mir ist nicht ganz klar, wie die Schweiz jetzt international oder sagen wir mal europäisch damit dasteht. Ich denke auch, in Deutschland gibt es Gefährderdefinitionen und wie würdest du das einordnen? Ist das ein Nachziehen oder ein sehr differenziert, muss man es differenziert betrachten? Wie siehst du das? Also erstmal sicher, dass in sämtlichen Ländern sehr viel genau in diese Richtung passiert. Das ist der Trend, damit steht die Schweiz nicht alleine da. Aber jetzt zum Beispiel Hausarrest und diese Maßnahmen gegen Kinder und Jugendliche, das sind Aspekte, die auch europaweit herausragen. Es gibt in Bayern ein Polizeigesetz, das ja heiß umstritten war, ein neues. Und dort gibt es auch eine Form von Hausarrest, der auch ziemlich unbegrenzt ist. Aber die Anforderungen dafür, die sind doch etwas restriktiver formuliert, als sie in der Schweiz sind. Also es ist auch schwer vergleichbar, aber also Bayern ist natürlich wirklich auch ein Horror, das Gesetz. Aber es geht jetzt auch nicht unbedingt weiter als das, was in der Schweiz gemacht wird. Im Gegenteil. Frankreich beispielsweise hat ein Haus, also nachdem sie die Notstandsgesetze quasi wieder
quasi abgelöst haben, haben sie ja sehr viele Sachen vom Notstandsgesetz in die richtigen, normalen Gesetze übernommen, also kürzlich vor 2 Jahren oder so. Und sie haben dort einen Hausarrest eingeführt, aber der ist zum Beispiel nur 12 Stunden pro Tag. Das heißt, die Leute können arbeiten gehen, die können ein normales Sozialleben haben, aber sie müssen halt 12 Stunden von den 24 zu Hause verbringen. Das ist natürlich ein Hausarrest, der völlig anders aussieht als das, was hier in der Schweiz geplant wird, der wirklich ein Wegschließen ist, wo es nur für medizinische Notfälle die Leute das Haus verlassen dürfen. Und man muss sich das mal real vorstellen, also die Leute leben nicht in Villen mit Park und Swimmingpool, sondern in kleinen Wohnungen mit, was weiß ich, Kindern, Frauen. Auch was das für Probleme schafft, das möchte man gar nicht dran denken, aber es ist natürlich auch in dieser Diskussion keine Rolle. Also kurz gesagt, die Schweiz liegt im Trend, aber geht oft sogar noch darüber hinaus. Auch mit diesen Gefährder, etwas willkürlichen Gefährderdefinitionen, das ist wahrscheinlich auch international eher. Genau, also wie beim Terrorismus, jedes Land bastelt sich seine eigene Definition. Ja. Ja. Danke. Danke für den spannenden Vortrag. Mein Name ist Timo Grossenbacher, ich arbeite bei SRF. Ich habe auch schon verschiedentlich zu diesen Prognoseinstrumenten recherchiert und publiziert. Und Sie haben gesagt, diese Prognoseinstrumente sind Zitat wahnsinnig umstritten, aber aus meiner Beobachtung Fakt, also hier sind sie sicher umstritten, aber ja, man kann mal alle Parlamentsprotokolle in kantonalen Parlamenten, aber auch beim Bund, kann man durchsuchen nach den Worten Prognoseinstrumenten, nach den Worten Software, Gefährderanalyse etc. und man wird nichts finden, also sie sind wortwörtlich überhaupt nicht umstritten, ja. Und ich denke, das ist eben auch ein großer Teil des Problems. Nur eine Anmerkung. Ja, klar. Immer die Frage, woran man sich misst. Das ist schon so, das ist wirklich wahr. Ja. Also auch publizistisch, um vielleicht auch noch Werbung machen zu können für eine Zeitung. Es wurde Werbung für die Republik gemacht. Ich möchte Werbung für die WOZ auch noch machen, weil sie wirklich die einzige Zeitung ist, die diesen Themenbereich konsequent seit Jahren sehr seriös und kritisch bearbeitet. Vielen Dank. Bitte macht weiter so. Deswegen sage ich vielleicht umstritten, weil ich die WOZ natürlich lese. Aber wenn man nur, ja, ist klar, schon so deprimierend. Ja, wir hätten immer noch Zeit für eine weitere Frage. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Meine Fragen wurden schon alle beantwortet, glaube ich. Außer vielleicht noch eine letzte Einschätzung von dir auf einer Skala von 1 bis 10. Wie siehst du die Demokratie der Schweiz durch diese Gesetzgebung gefährdet? Mein Gott, eine große Frage. Demokratie sehe ich jetzt nicht gerade gefährdet, aber es werden grundlegende Rechte werden beschnitten. Und es geht natürlich hier auch wieder um eine Minderheit, die erstmal überhaupt keine politische Lobby in diesem Land hat. Gut, Rechtsextreme kommen jetzt vielleicht auch als weiteres Thema. Bis jetzt geht es natürlich klar um Leute islamischen Glaubens, Migrationshintergrund, schlecht gestellt, sozial diskriminiert und so weiter, die gar von Opfer dieser Gesetze werden. Und das halte ich für eine gefährliche Entwicklung, auch wenn jetzt nicht gerade die ganze Demokratie bedroht ist. Okay. es gibt doch noch Fragen. Ja. Ja, weil das mit den Gefährdern jetzt ein paar Mal aufkam. Also in Deutschland ist die Definition natürlich auch total wackelig und meistens von den Polizeibehörden einfach willkürlich festgelegt, wer jetzt gefährdet ist und wer nicht. Ich glaube, das ist wird in der Schweiz dann ähnlich laufen. Mhm. In Deutschland gibt es dann aber noch so Reise-, Ausreiseverbote und diverse andere Instrumente, um die Bewegungsfreiheit einzuschränken. Also unabhängig vom Hausarrest werden dir dann Dinge verboten, also um auf zum Beispiel, also ich könnte mir vorstellen, eine Demo in Frankreich wird dir dann verboten, ja, teilzunehmen oder sowas. Das hast du hier auch, alles. Okay. Also Ein- und Ausgrenzungen, Rayon-Verbote und so weiter, Meldepflichten und ich meine, das ist das ganze Instrumentarium, das ist genau das Gleiche, denke ich. Ja. Und vielleicht nur als Beispiel, also in Frankreich gibt es Personen, die sich 3-mal am Tag auf der Polizeistelle melden müssen. Die können, ja, und zwar, also die dann auch gezwungen werden, in einem bestimmten Ort irgendwo zu wohnen und denen wird jegliches Leben, auch Arbeit, Ausbildung verunmöglicht. So. Also diese Maßnahmen, die wirken vielleicht relativ harmlos, Meldepflicht, okay,
Aber was heißt das dann, wie oft oder auch Gesprächsteilnahmepflicht, mit wem muss man dann reden? Da sitzen dann Geheimdienstleute, die deine Kommunikation überwachen und denen musst du dann irgendwie zeigen, dass du kooperierst und dass du nicht gefährlich bist und was weiß ich. Also es sind schon sehr einschneidende Maßnahmen auch. Auch von mir danke für den Vortrag. Welche Maßnahmen habt ihr euch oder habt ihr in Planung, falls dieses Gesetz so durchkommen würde, jetzt beispielsweise als Referendum oder wie stellt ihr euch vor, Druck zu machen in der Öffentlichkeit, um das möglicherweise bodigen zu können? Das ist ein bisschen eine schwierige Frage, weil man das irgendwie öffentlich so nicht, wir können jetzt sagen, wir werden natürlich das Referendum ergreifen, um den Druck irgendwie zu erhöhen. Das wäre die beste Antwort. Okay, ich glaube, ich lasse es mal so stehen. Wir werden sicher das Referendum ergreifen. Aber man muss sich auch im Klaren sein, keine Organisation gewinnt einen Blumentopf oder Fundraising oder große Unterstützung bei diesem Thema. Es ist wirklich eine Realität. Das ist nicht ein populäres Thema und das bewegt auch nicht die Leute. Und beispielsweise Nachrichtendienstgesetz haben wir sehr jämmerlich verloren mit 35% Nein. Also das sind nicht gerade ermutigende Erfahrungen. Aber hinweisen möchte ich noch einmal auf diese Ausweitung des Nachrichtendienstgesetzes. Die Vernehmlassung, wie gesagt, wurde für Juni angekündigt und ich fordere möglichst viele Organisationen auf, dort Stellung zu nehmen und diese Ausweitung der Überwachungsmaßnahmen auf den Extremismus klar abzulehnen. Das wird sehr entscheidend, sehr wichtig sein. Also das wird noch vor dem Referendum sein. Gut, dann beende ich hier mal die Fragerunde. Vielen Dank für diesen Vortrag. Nochmal einen großen Applaus bitte.